Mein Name ist Bettina Kenter-Götte und ich lese aus dem Buch Stiller Mond, Gefährte der Nacht, erschienen im Pohlmann Verlag, die Geschichte Prinzessin Luna und der Mond. Und diese Geschichte habe ich meiner Enkelin gewidmet. Manchmal ist der Mond ganz rund, wie eine goldene Kugel. Manchmal zeigt er sich als schmale, zarte Silbersichel. Manchmal sieht er aus wie ein großer, gelber Käse, von dem ein Mäuschen ein Stück abgeknabbert hat. Manchmal hängt der Mond ganz weit oben, silbrig und kalt. Manchmal sitzt er fast auf der Erde wie ein riesiger, rotglühender Lampion. Manchmal scheint er flach, wie eine alte Münze. Manchmal sieht er aus wie eine fliegende Banane. Und manchmal wie ein Tennisball, der sich in den Himmel verirrt hat. Manchmal sieht er aus wie ein Croissant. Und manchmal wie die Haarlocke eines kleinen Kindes. Manchmal hat er ein Gesicht. Manchmal schwebt er zwischen den Sternen wie ein zitronengelber Ballon. Manchmal wirkt er wie eine zierliche Schaukel, auf der eine Fee sitzt, die mit ihrem Zauberstab glitzernden Sternenstaub über den Himmel streut. Der Mond sieht immer wieder anders aus. Und manchmal sogar wie eine Zitrone. Prinzessin Luna liebt den Mond, weil er immer wieder anders aussieht. Immer anders schön. Auch ihre Mutter, die Königin Saskia, liebt den Mond. Manchmal, wenn ihre Staatsgeschäfte es zulassen, geht sie abends Hand in Hand mit der kleinen Prinzessin im Schlosspark spazieren. Am kleinen Teich vorbei, an dessen Ufer im Schilf träumende Entenkinder mit hellen Stimmchen leise quaken. Oder sie schlendern den kleinen Weg am Waldrand entlang bis zur großen grünen Wiese. Da kann man den Mond besonders gut sehen. Und ist es nicht, als ginge der Mond immer vor ihnen her? Wenn sie langsam gehen, so trödelt der Mond genauso langsam vor ihnen her. Und gehen sie rascher, gleitet der Mond ebenso eilig voraus. Selbst wenn Luna rennt, so schnell sie kann, der Mond lässt sich nicht überholen. Er schwimmt ebenso schnell durch die Wolken, wie Luna läuft. Und bleibt sie stehen, so steht auch der Mond. Hoch über ihrem Kopf und weit, weit vor ihr, ganz still. Die kleine Prinzessin versucht, den Mond auszutricksen. Sie versteckt sich im Gebüsch. Doch der Mond, geduldig wie ein lieber alter Onkel, wartet, bis Luna wieder aus ihrem Versteck kommt, um dann wieder gemächlich vor ihr herzutrotten. Die Königin lacht. Niemand kann den Mond täuschen, mein Prinzesschen, sagt sie. Der Mond ist sehr alt und sehr, sehr weise. Am nächsten Abend, als Prinzessin Luna wieder mit ihrer Mutter hinausgeht, um mit dem Mond fangen zu spielen, erschrickt sie. Mama! Mama! Wo ist denn der Mond? Wo ist der Mond? Ich kann ihn nicht sehen, Mama. Vielleicht versteckt er sich? Weil ich mich versteckt habe gestern? Meinst du, er ist mir böse, weil ich ihn beschummeln wollte? Nein, ganz sicher nicht, beruhigt die Mutter sie. Sieh doch genau hin. Und als Luna angestrengt in den dunklen Himmel schaut, fällt ein kleiner, kühler Tropfen auf ihre Stirn. Oh, es fängt an zu regnen, Mama. Ja, der Himmel ist voller Wolken. Deshalb kannst du den Mond nicht sehen. Komm, lass uns schnell nach Hause laufen, bevor wir ganz nass werden. Je öfter Prinzessin Luna nach dem Mond Ausschau hält, desto seltsamer erscheint er ihr. Mal steht er hoch oben am Himmel, mal hängt er tief unten.
Mal schwebt er direkt vor ihrem Zimmerfenster und sie sieht ihn lange Zeit bedächtig durch den Sternengarten wandern. Manchmal erscheint er plötzlich auf der anderen Seite des Palastes und huscht eilig in Zickzack über den Himmel, nur um möglichst schnell wieder zu verschwinden. Aber wenn sie unter ihm hergeht, auf den Spaziergängen mit ihrer Mama, dann wandert er getreulich vor ihnen her, während die Königin Geschichten vom Mond erzählt. Viele wunderbare Geschichten. Das Meer, die wilde, raue Nordsee. Wusstest du, dass der Mond die Wellen mal wegzieht vom Strand und dann wieder kräftig über den Sand laufen lässt? Hast du gewusst, dass es der Mond ist, der Ebbe und Flut macht? Ja, das weiß Prinzessin Luna schon. Und wusstest du, dass der Mond in anderen Ländern Mondin genannt wird? Und die Sonne Sonnerich? Ja, das weiß ich. Und wusstest du, kleine Prinzessin, dass der Mond im bunten, warmen Italien Luna genannt wird? Genauso wie die Laune, weil er so launisch erscheint und immer wieder anders ist. Und immer guter Laune, so wie ich. Ja, Mama, der ist wirklich immer wieder anders. Die Sonne, die tanzt nämlich immer ähnlich über den Himmel. Im Sommer länger und im Winter kürzer. Im Sommer höher und im Winter flacher. Im Sommer tanzt sie in einem größeren Kreis, im Winter in einem kleineren. Ja, aber der Mond, also der ist wirklich ganz schön launisch. Neulich habe ich ihn sogar mitten am Tag gesehen, am helllichten Himmel. Ja, sagt die Königin, der Mond ist sehr geheimnisvoll. Wenn der Vollmond in mein Zimmer scheint, dann möchte ich manchmal am liebsten aufstehen und in seinem Licht tanzen, sagt Prinzessin Luna. Na dann tu's doch, schmunzelt die Königin. Pass nur auf, dass die königliche Kinderfrau dich nicht dabei erwischt. Ich mache das auch manchmal, weißt du? Ja, das machen wir beide beim Mondtanzen. Eines Abends, als der Mond ganz dick und fett am Himmel herumkugelt, ist Luna nachdenklich. Du Mama, warum wollen die königlichen Hofdamen eigentlich immer alle dünn sein? Dick ist doch auch schön, oder? Das sieht man doch am Mond. Oh ja, mein Kind, das sieht man wirklich. Und das Diät halten, das nützt sowieso nichts. Die Hofdamen, die nehmen sowieso immer wieder zu, genauso wie der Mond. Auf und zu und ab und zu. Ja. Mama? Ja? Will der Mond uns vielleicht zeigen, dass alle Frauen schön sind? Klein oder groß, dick oder dünn oder mittendrin irgendwie? Ja, mein Liebes, nickt die Königin. Der Mond, die Mondin, will uns Menschen vieles zeigen. Aber ihre größten Geheimnisse flüstern sie nur den Frauen ins Ohr. Und den Mädchen. Na klar. Ja, Mama, denn neulich, als ich bei Vollmond in meinem Zimmer getanzt habe, der Mond mir plötzlich zugeflüstert, pass auf, gleich kommt die königliche Kinderfrau. Und dann kam sie auch. Ja und, fragt die Königin, ein wenig besorgt, denn die königliche Kinderfrau ist sehr streng und würde sogar mit der Königin schimpfen, wenn sie erführe, dass auch sie manchmal bei Vollmond. Nichts und, antwortet Luna. Da habe ich doch schon längst wieder in meinem Bett gelegen. Ganz, ganz still. Na, siehst du, lacht die Königin und gibt Luna einen ganz, ganz dicken Kuss. Ich wünsche euch viele schöne Mondnächte.
Maman war eine Künstlerin. Sie schuf ein kleines Gartenparadies und lockte Meisen an den Frühstückstisch unter dem Rosenbusch. Ihre Kleider entwarf und nähte sie selbst. Auf Briefe klebte sie stets nur die schönsten Sondermarken. Sie gravierte Gläser, bastelte kleine Gewürzsträuße und bezog eigenhändig die antiken Stühle, die um den runden Esstisch standen. Den Weihnachtsbaum, eine fast 4 Meter hohe, seltene Zotteltanne, schmückte sie mit 80 Kerzen, bunten Kugeln und den weißen Porzellansternchen, die sie nach dem Bombenhagel aus dem glühenden Keller des großelterlichen Hauses gerettet hatte. Jahrzehnte später schrieb mein Vater in sein Tagebuch: Sie arbeitet an einer Geburtstagskerze für das neue Enkelkind. Ich fragte, was sie da gerade formt. Ohne aufzublicken, sagte sie verträumt: Glückskäferchenbeinchen. Bereitwillig teilte Maman ihr handwerkliches und kunsthandwerkliches Wissen und Können, und als ich Gartenbesitzerin wurde, weihte sie mich in die Kunst des Kompostierens ein. Nur eines verriet sie nie: das Rezept für die Weihnachtsplätzchen, die sie alljährlich schickte. Winzige, knusprige, hauchdünne Lebkuchenplätzchen, Sterne, Blumen und geometrische Formen. Als sie ging, hing der Duft ihres edlen Parfums noch lange in den verlassenen Räumen. Im Küchenschrank, neben den dazugehörigen Mini-Förmchen, fand ich das von Hand geschriebene Rezept, das sie immer versteckt gehalten und zu Lebzeiten nie hatte preisgeben wollen. Gewürzplätzchen à la Maman. Zutaten: 750 Gramm Mehl, davon 250 Gramm zum Ausrollen, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 250 Gramm Sirup, mit Y geschrieben, 2 bis 3 Eigelb, kein Eiweiß, 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Nelken, 2 Teelöffel Natron. Ich backe auf mittlerer Schiene, bis die Plätzchen goldbraun sind. So zart wie die von Maman geraten meine nie. Seit einigen Jahren nehme ich vegane Margarine und veganen Eigelbersatz, nur Sirup mit Y fand ich noch nirgends. Sirup dagegen schon. Aber die Blümchen und Sternchen, die sind und bleiben Gewürzplätzchen à la Maman.